Hello there! Ja, herzlich willkommen zum neuesten Kickstarter- bzw. Crowdfunding-Überblick für diese Woche. Und diese Woche ist es ein bisschen besonders, nämlich wir schauen uns neben den allgemein startenden Crowdfunding-Projekten ganz speziell nochmal Space Kraken an. Ich hatte das im Interview mit Markus Geiger schon angekündigt und ich habe mich jetzt am Wochenende nochmal mit ihm zusammengesetzt und wir sind über seine Kickstarter-Vorschau von Space Kraken gegangen, welches jetzt am 25. Mai starten wird. Ja, das wird jetzt in der Folge erstmal unser großes Thema sein, zusammen mit einem Trailer und dann geht das in etwa eine halbe Stunde. Im Anschluss stelle ich dann die anderen Spiele, die diese Woche kommen, noch vor. Also, wenn ihr euch jetzt sagt, oh Mensch, Space Kraken interessiert mich nicht, fände ich sehr schade, das ist ein interessantes Projekt, schaut eigentlich, würde ich jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Aber wenn ihr sagt, wollt ihr euch nicht anschauen, dann guckt einfach unten in die Timestamps und dann klickt ihr nach hinten, um euch die anderen Spiele, die diese Woche starten, anzuschauen. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Ciao. Years ago, we created a giant genetically modified kraken to clean the oceans. First, it worked well, but during a naval conflict, it got accidentally attacked with nuclear weapons. In an escalating war against the kraken and between the nations, Earth gets demolished completely. Then, it evolved and managed to escape from Earth. You are on board of one of just a few ships managed to leave Earth, entering the Kraken's wormhole, reaching a strange star system never seen by any human before. Welcome to the universe of Space Kraken, a game for all who are dreaming about taking command of their own spaceship. Everything inside a single book, which opens like a terminal with fold-out pages. Ready to play in seconds. Select and equip your crew carefully and choose a ship to start with. Play it alone as a solitaire game or with up to 2 to 4 players in an asymmetric multiplayer mode. This game combines a dungeon crawler with a role-playing and strategy game to something never seen before. Buy ships, modify them, and command them in space combat. An integrated game master tells you a thrilling and immersive story which varies each time you play. Unlock permanent achievements while solving this roguelike game. Find all elements science fiction fans love, from teleporter, strange alien races, creatures and monsters, space combats, mysterious artifacts, quests, trading ships, laser barriers, and entire worlds to discover. It's all up to you. Leave Earth behind. Join the crew now. Ja, Markus, da sind wir und wir sehen ja auch schon die Vorschauseite für Space Kraken. Morgen wird das Spiel starten, großes Kickstarter-Projekt. Du hast mir gerade erzählt, 1300 Leute folgen der Kampagne jetzt schon, also da ist einiges zu erwarten. Erzähl mal den Leuten, die jetzt das Video schauen, die das Spiel noch nicht kennen, um was es bei Space Kraken eigentlich geht. Ja, also erstmal hallo. Space Kraken ist ganz was Neues, neue Genre-Misch. Den ich mir, ich habe eigentlich ein Spiel in der Art gesucht und habe einfach nichts gefunden, weil ich wollte, ich sag mal, so ein komplexes Weltraum-Abenteuerspiel, wie es auch in Videospielen quasi gibt, simulieren. Allerdings mehr wie jetzt nur ein Rollenspiel macht oder so ein Solo-Abenteuer, wo man liest da weiter, wenn das passiert und so weiter. Ich wollte wirklich noch mehr integrieren, wollte es noch strategischer haben, wollte so Elemente wie von XCOM und von anderen Strategiespielen mit reinbauen, auch von einem Solitärspiel, das man klasse alleine spielen kann und das Ganze in ein Buch reinpacken und habe da ziemlich lange rumgewerkelt und als ich dann gesehen habe, dass es wirklich funktioniert, habe ich mir einen Grafiker gesucht, den ich schon gekannt habe von Type 7, also ist jetzt nicht mein erstes Kickstarter-Projekt, aber ich denke mal doch mein größtes bisher und der Grafiker von Type 7, der Paul, erstmal nochmal vielen Dank und Grüße, der hat die ganzen Artworks dafür gemacht, weil das Spiel lebt natürlich auch von der ganzen Illustration.
Es spielt sich auch ein bisschen wie ein Dungeon Crawler, aber ohne Miniaturen. Also man hat nur ein Buch, das allerdings ziemlich interessant gemacht ist, weil man A3 Seiten hat, die man aufklappen kann. Und so kann man verschiedene Terminals bauen. Man hat quasi seine Helden, die man ausrüsten kann, die man mitnimmt. Man hat seine Gegner, verschiedene, auf die man treffen kann. Man kann ganze Welten generieren. Man hat ein Raumschiff, kann entscheiden, wo man hinfliegt. Und ganz wichtig, man hat einen CGM, Crypto Game Master, der managt quasi das ganze Spiel im Hintergrund. Das ist im Prinzip sowas wie eine KI von einem Computerprogramm, nur dass man die als Spieler bedienen kann, allerdings nicht weiß, was die genau tut. Die triggert Werte, reagiert auf Sachen und man kriegt erst später mit, was wirklich passiert. Das bringt so, ja, Leben in das Spiel. So, ja, das ist so ganz schnell umrissen, Space Kraken. Ist es ja. Wer da noch mehr Details haben will zum Spielen, auch wie es aufgeklappt aussieht, ne, wir werden ein bisschen was auf der Seite sicherlich auch sehen, aber da könnt ihr gerne mal in unser Interview reinschauen. Da gibt es zwei Teile. Ein Teil, wo du erzählst, was du alles schon für Spiele gemacht hast. Das ist wahrlich nicht dein erstes Projekt. Und das zweite Video dann ganz genau zu Space Kraken. So, wir wollen heute, und dazu haben wir uns verabredet, uns die Kickstarter-Preview-Seite anschauen. Du wirst uns ein bisschen was erzählen zu den Pledge-Levels, zu den Stretch-Goals, allgemein zur Kampagne. Und deshalb mache ich jetzt hier auch gleich mal das Bild groß, sodass wir uns das hier bei dir mal anschauen können. Ja, leg mal los. So, dann schauen wir mal. Das ist jetzt die Kickstarter-Seite. Sie ist quasi so fast fertig. Ich bin da gerade noch am Schnitzen. Rechtschreibfehler und sowas wird noch korrigiert. Das muss wirklich perfekt sein. Das ist das, was ich im Moment zusammengeschrieben habe. Da geht noch ein Native jetzt drüber gerade. Ansonsten ein paar Grafiken fehlen noch weiter unten. So, hier oben sieht schon mal alles gut aus. Und die Pledges, was es schon gibt, das ist auch schon alles definiert. Die Stretch Goals auch. Also ist eigentlich alles da. Wir gehen jetzt mal einfach mal durch. Ich überfliege mal die Sachen, die wir eigentlich schon angerissen haben. Das ist hier auch nochmal kurz, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Dass es quasi für bis zu 4 Spieler ist. Noch alles hier. Das sind die Features. Das kommt alles ja in dem Videotrailer, wo wir vorher angeschaut haben. Die Story auch, die wird da auch erklärt. Den Kraken kennst du auch aus dem Film. Das ist die Inspiration, weshalb ich das Spiel gemacht habe. Das habe ich vorher gerade angesprochen. Wichtig ist, darum auch gleich hier ganz oben, wir haben gleich 3 Sprachen am Anfang: Deutsch, Englisch und Französisch. Das Französische haben sie quasi freigeschaltet, noch bevor die Kampagne losging. Haben wir eine Kickstarter, eine Facebook-Gruppe aufgemacht und dann sind so viele Leute beigetreten, dass wir gesagt haben: Okay, wir machen gleich Französisch. Andere Sprachen können durchaus noch kommen. Für die Zuschauer von dem Video hier wird wahrscheinlich jetzt das Deutsche eh das Wichtigste sein. Das heißt, das ganze Spiel, das ganze Buch, alles ist dann in Deutsch. Okay, aber eine wichtige Information auf jeden Fall, Genau. ja, dass man nicht nur aufs Englische zurückgreifen kann, sondern bei Storyspielen ist es ja oft so, dass man es doch gerne in der Ja, Muttersprache haben auf möchte. jeden Fall. Der Prototyp ist jetzt natürlich noch Englisch, falls ihr den mal gesehen habt, weil ich natürlich nicht gleichzeitig 2 Sprachen entwickle. Ich mache immer Englisch, weil das können natürlich alle Reviewer, auch die Deutschen können das auch verstehen. Und wenn das Spiel dann wirklich fertig entwickelt ist, also ich mache auch wirklich die Story, mache komplett alles fertig. Und wenn das dann quasi fast quasi druckfertig ist, dann gehe ich her und mache die Übersetzung und dann kommt auch die Deutsche, kommt aber gleichzeitig raus. So. Das ist der Aufbau vom Buch. Das sieht man auch wunderschön in dem Video nochmal. Braucht man eigentlich auch nicht viel dazu sagen, wie man das aufklappen kann. Das zeigt es nochmal ganz schön, wie das gespielt wird. Wir haben diverse Videos, wo wir das Spiel ja auch schon genauer angehen. Gehe ich jetzt auch nicht genau darauf ein. Das ist so quasi ein kurzer Überblick. Am besten sieht man es in den How-to-Play-Videos, in den ganzen Review-Videos, in den Angespielt-Videos. Mittlerweile gibt es so viele Deutsch, Französisch. Ist für jeden Auf was jeden Fall. dabei. Ja. Einiges schon draußen. Also der Hype ist schon real, Ja. der zum Spiel da rauskommt. Kannst du sagen, wie viele Seiten wird das fertige Buch so in etwa haben? Also ich gehe so von rund 200 plus aus, wobei man sagen muss, bei den 200 Seiten sind einige A3 Seiten, also die eigentlich doppelt so groß sind. Also vom Umfang reden wir, wenn man es jetzt in A4 Seiten misst, wahrscheinlich von 250 bis 300 Seiten. Es kommt auch ganz darauf an, wie viel jetzt zum Beispiel noch an Stories beitragen, weil es gibt auch ein Rivat, wo man wirklich selber eine kleine Story mit ins Spiel bringen kann, das dann wird dann auch ins Finale wie quasi reingedruckt. Die überarbeite ich dann quasi und mache dann so ein kleines, das kann alles möglich sein, kann ein kleiner Sidekick sein, was auch immer. Und das erweitert natürlich auch die Story. Ich will generell auch viel mehr Story noch reinpacken, als es jetzt schon in der Demo so der Fall ist. Das heißt, es wird noch erheblich wachsen. Es kommen mehr Raumschiffe dazu, es kommen mehr Crewmitglieder zur Auswahl dazu. Entsprechend wird das Buch schon deutlich umfangreicher. Super. Ja, gut. Machen wir weiter. Die Artworks, ja, da braucht man nicht viel zu sagen, das sind alles die Künste von Paul. Ohne den hätte ich das Ganze zwar technisch umsetzen können, aber ich hätte es halt nicht darstellen können.
Und das Spiel wird, glaube ich, noch halb so viel Spaß machen. Selbst wenn die Geschichten gut wären, so als reines Text-Adventure, ohne die richtigen Grafiken, das ist schon, der gehört dazu. Genau, der hat die ganzen von den Feinden, von eigentlich allem, alles, was nicht rein technisch ist, also so CGI, die Render-Grafiken, das Buch zum Beispiel, das habe ich animiert, sowas mache ich auch, das Buch-Layout, da bin ich mit dabei, noch mit einem, der mir hilft. Aber die reinen Zeichensachen, also wirklich von Hand Kreaturen zeichnen, das macht alles der Paul. Hier wird es jetzt interessant. Jetzt gehen wir mal die verschiedenen Pledge-Levels durch, was es alles gibt. Es gibt ein Retailer-Ticket. Das ist für die, die einen Job haben, die quasi zu Händlerkonditionen später größere Mengen bestellen wollen. Die können das reservieren, dann komme ich auf sie zu. Es gibt Financial Hardship und die digitale Edition. Das ist eigentlich fast das Gleiche. Die Financial Hardship, also für jeden, der ein bisschen finanziell in schwierigen Situationen ist, aber das Spiel trotzdem unbedingt spielen möchte, der kriegt das quasi einfach zum ermäßigten Preis zum Download. Das ist das Gleiche wie die digitale Edition. Die kann man sich runterladen, kann dann seinen Drucker plagen, wenn man sich mit ihm gut gestellt hat und kann sich das Buch selber ausdrucken. Die ersten Prototypen habe ich auch so gebaut. Es geht. Das ist gar kein Thema, da ich das ganze Ding ja auch digital mache, ist es kein Thema, die Version so auch herzugeben, anzubieten. Ist natürlich schon ein Aufwand, weil dann die Falten, die A4-Seite, man hat ja normalerweise keine A3-Drucker quasi, die zusammenzubauen. Ist schon ein bisschen gefrickelt, aber man kann es machen, wenn man jetzt sparen will. So der Standard ist da natürlich das normale Buch. So wie es hier ist. Das ist zum Beispiel jetzt eine von den letzten Animationen, die ich gerade vorher noch gemacht habe, ist oder gerenderten Bilder. Das ist dieses Space Kraken Buch. Sieht auch wirklich so in echt aus. Da hat man quasi in der Standardversion einfach das Buch. Das ist auch schon alles, was man braucht, bis auf einen Bleistift, einen 20-seitigen und ein paar 6-seitige Würfel, was eigentlich so ziemlich jeder, der ein bisschen Rollenspiele und Spiele technisch unterwegs ist, zu Hause hat und ansonsten auch für ein paar Cent dazu kaufen kann. Weil so habe ich wirklich ein Buch, das ich wegschicke. Das ist einfach die günstigste Variante. Und ich brauche nicht jemanden, der schon 3000 Würfel zu Hause hat, noch welche schicken. Darum ist das der Standard. Steht auch hier, steht der Preis ist noch nicht dabei. Vielleicht schreibe ich noch dazu. Kommt dann allerdings natürlich aufgedröselt dann in der Auswahl von den Tiers. Es ist 39 Euro. Kann ich gleich dazu sagen, der steht auch schon fest. Die Preise kann natürlich sein, dass ich noch das eine oder andere um einen Euro ändere, aber im Prinzip sind das die Preise. Wir gehen dann auch vielleicht dann oben auf die Rewards quasi, dann kann ich es ein bisschen übersichtlicher zeigen und die ganzen Preise dazu sagen. So, nächster Step ist die Deluxe Edition. Das ist so, ja, ich sag mal Goldstandard, da hast du quasi mehrere Bücher, du hast ein Notizbuch dabei, wo du alle möglichen Notizen zum Spiel oder auch andere Art mal dazu eintragen kannst. Du hast das Artbook dazu, das ist Querformat. Und du hast einen einstündigen Soundtrack. Erst vor ein paar Tagen habe ich einen Musiker gefunden, beziehungsweise einen Musiker mich, der hammergeile Musik macht und der wird uns komplett einen Soundtrack dazu machen, mit Ambient-Musik, die dann begleitend dazu läuft und auch natürlich Themenlieder, die man halt aktiv, sage ich mal, hören kann. Das dauert eine ganze Stunde lang, der Track, und der wird auch jetzt auch zum Beispiel ein Stretch Goal. Wenn mehr zusammenkommt, dann werden wir den auch noch erweitern, den Soundtrack. Und was dabei auch noch dabei ist, ist, man kann zwar mit einem Bleistift in das Buch wunderbar reinschreiben, mit einem weichen, das lässt sich super wegradieren, das Papier ist relativ dick, das ist auch im Prototyp schon so, das verwenden wir im Ja. Moment alle schon so, 200 Stück sind schon draußen, das geht wunderbar. Natürlich haben die Leute gesagt, ja, so ein schönes Buch, schöne Artwork, da will ich nicht drauf rumschreiben oder nicht mit einem Bleistift rumradieren und so, und die Farbe und so, aber geht übrigens nicht ab, also das ist echt, ich war positiv überrascht von dem Druck, das hat alles perfekt funktioniert, aber dennoch, wir machen es natürlich so, dass man es mit Folie kaschieren kann. Dann gibt es einfach so kleine Foliensticker, die man nur auf die Stellen draufklebt, wo man schreiben muss, weil man braucht nur kleine Teilbereiche von dem Buch, wo man schreibt. Die ganzen Regeln und so, die liest man, aber da schreibt man nichts rein. Es gibt quasi ein paar Statusseiten und seine Helden. Da kann man drauf rumschreiben und da kann man dann die Folie draufkleben und mit dem Folienstift, der dann auch dabei ist, kann man dann drauf rumschreiben. Das habe ich auch schon getestet. Ich habe so kleine Sticker, habe ich schon von der Firma bekommen. Gibt es natürlich noch verschiedene Variationen, ob man dann kleine Teilbereichsticker macht oder ob man die ganze Seite dann mit UV-Farbe irgendwie oder mit einem Film quasi coatet. Das kommt noch auf. Auf jeden Fall ist es dann mit Folienstift beschreibbar, das ist das Wichtigste. Und was dazu kommt, ist, bei dem Deluxe sind alle Stretchcosts dabei. Weil bei dem Standard, da konnte ich das nicht machen, weil alles, was dann kommt, das kostet natürlich auch. Und das muss ja irgendwie eingepreist sein. Darum, ab der Deluxe sind die ganzen Stretchcosts dabei, zu der wir dann noch gleich kommen. Und Also bei natürlich. der normalen Version sind aber gar keine Stretchcodes dabei. Also Keine erst ab der Stretchcodes. Deluxe-Version. Alles klar. Genau. Gut. Genau. Genau, und dann haben wir noch die Epic Edition. Da kommen dann noch ein paar, das ist so die All-In-Variante, wo einfach alles dabei ist, was es gibt, weil wir machen da natürlich ein ganzes Universum auf mit dem Spiel. Deshalb gibt es
Das kam auch zum Beispiel von sehr vielen Testspielern schon. Man kann im Buch generiert man sich die Welten, auf denen man dann. Es geht wunderbar, man kann die auswürfeln, man kann auch Einfluss darauf nehmen, was das für Welten sind. Allerdings ist es natürlich einfach nochmal extra eine andere Qualität, wenn man ein komplettes Buch hat, ein Kompendium, wo wirklich schon vorgenerierte Welten drin sind, weil dann kann man natürlich Artwork-technisch mehr machen, man kann Story-technisch was mit dazu schreiben und man hat einfach mehr Atmosphäre noch dazu und kann also optional bzw. zusätzlich zu den normalen Welten, die man generiert, sagen, jetzt fliege ich aber nach Sigma Beta irgendwas, habe da auch eine kleine Sternkarte und habe einfach eine Erweiterung, was die Welten angeht, die Vielfalt. Und das ist dieses Worlds Compendium. Da gibt es das Crazy Maneuvers. Das ist eine lustige Idee, wenn man es öfter spielt dann oder die ganzen Basisregeln, sage ich mal, intus hat, dann sind da die abgefahrenen Regeln dabei, wie im Space Combat, wir rammen jetzt ein anderes Schiff oder ich trage Überlast. Also ich laufe nicht nur mit meiner normalen Ausrüstung rum wie so normal, sondern ich tue quasi viel, viel mehr mitnehmen, aber riskiere natürlich, dass irgendwas passiert, dass ich mir ein Bein breche oder sonst was. Es gibt Regeln, dass man sein Schicksal herausfordert, dass man einmal quasi in jeder Runde einen Würfelwurf, also der hoffentlich dann sehr wichtig war, nochmal wiederholen darfst. Allerdings passieren dann auch schlimme Sachen und es gibt alle möglichen abgefahrenen Regeln, die das dann nochmal richtig, richtig aufpeppen. Für die, aber wie gesagt, ich habe euch gewarnt, es steht auch ausdrücklich drauf, wenn ihr die einsetzt, dann kann alles Mögliche passieren, aber für den Spaß ist dann gesorgt. Dann haben wir, also, und diese beiden Sachen sind Kickstarter Exclusive. Also die Sachen gibt es quasi nur, solange Kickstarter läuft, danach gibt es sie nicht mehr. Dann haben wir das Race Compendium, da sind alle Rassen drin, weil wir haben ja fünf verschiedene Rassen mit jeweils sechs verschiedenen Kreaturen. Also es sind jetzt schon 5 mal 6, also 30 verschiedene Kreaturen, wächst allerdings noch. Also es kann durchaus sein, dass jetzt Stretch Goals kommen, dass wir noch mehr Monster kriegen, auch dass in diesem Rassenkompendium noch ein paar extra Sachen drinstehen, die so noch gar nicht, also die überraschend kommen dann. Das heißt, es wird noch ausgebaut. Dann haben wir ein Token-Set. Das heißt, es sind nicht viele Token, also man muss nicht groß sortieren. Es ist für die Credits, für den Sauerstoff und für die Erfahrungspunkte. Gibt es dann einen Beutel mit so Acryl-gelaserten, der Laser steht hier hinter mir, kann man wunderbare Tokens machen. Quasi kann man dann hinlegen und hat wirklich haptisch was zum Werte merken. Dice-Set kommt noch dazu. Das ist ein Würfelset. Das sind einfach mal schöne, klare, blaue Würfel, ein D20 und sechsseitige Würfel. Wird erweitert, wenn relativ viel zusammenkommt. Also ich habe schon angefragt bei diversen Herstellern, dass wir da richtig. Es gibt so total coole Würfel, die sehen aus wie, ich sag mal, wie Weltraum. Passen perfekt zu dem Spiel. Solche würde ich mir quasi genau machen lassen und würde sie dann anbieten, beziehungsweise würde die einfach austauschen. Also die klaren Blauen werden irgendwann zu diesen mega coolen, wenn wir genügend im Stretch Goals zusammenkriegen. Ich hoffe es mal schwer. Genau, und natürlich der Name kommt ins Buch. Das heißt, alle, die das unterstützen, die werden dann unter den Credits quasi mit als Unterstützer aufgelistet. Genau, dann haben wir die Your Own Story. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Man kann quasi irgendein Story-Element beisteuern und das kann alles Mögliche sein. Sich selber einbauen als ein kleiner Sidekick, seine Schwiegermutter einbauen als Monster, die den Spieler jagt, was auch immer. Da kann man sich austoben und das kommt wirklich in jedes Buch rein. Das ist dann quasi ein, zwei kleine so Events, die irgendwie in Reihe geschaltet sind oder je nachdem halt vorkommen in der Storyline oder in einer von den vielen Storylines. Also es kann schon dauern, bis man sein eigenes Event findet. Aber dann ist natürlich umso lustiger. Und irgendjemand anderes oder alle Spieler auf der Welt, die erleben das auch. Also da kann man alles Mögliche einbauen. Und die Erweiterung davon noch ist dann dieses Get Painted as Hero. Da setze ich wirklich Paul hin und zeichnet einen nach dem Bild ab. Ich rendere gerade noch eine Animation, wie das ausschaut, wenn so ein reales Foto übergeht in die Zeichnung von ihm. Sieht jedenfalls so aus, wie die Zeichnungen wirklich, die wir für die Helden schon haben, die ja nur fiktiv sind, nur dass es dann eben wirklich ein echter Mensch ist, den man dann als Sticker kriegt und kann ihn dann wirklich in sein Buch über einen Helden, den man vielleicht nicht verwenden will, kleben und dann hat man sich selber original als Held. Und die Obererweiterung, das ist wirklich limitiert, weil leider kann Paul auch nicht ewig so Menschen zeichnen, weil er braucht da fast einen Tag oder was, also für so ein richtiges Porträt. Wenn man sich die anschaut, da ist er richtig beschäftigt. Darum kann ich da nicht 200 oder was anbieten. Von den Official Crew Members, das sind gerade mal 8 Stück, die wir anbieten. Das heißt, die können sich zeichnen lassen und kommen dann auf einen eigenen Sheet dann mit ins Buch, also wirklich ins Buch. Das heißt, man hat mit Attributen, mit Fähigkeiten und Skills und so weiter, kann man sich dann selber quasi verwirklichen. Schreibt auch die Story mit dazu. Das kann sein, wie du in echt bist, das kann auch irgendwas Erfundenes sein. Und dann bist du wirklich zur Auswahl in dem Buch dabei. Neben den Helden, die wir natürlich generieren, also es gibt quasi ein Standard-Set. Und es gibt natürlich auch wahrscheinlich noch Erweiterungen. Je nachdem, nach Stretch Goals und so weiter, kann dann noch was dazukommen.
Und genau, das sind eigentlich die ganzen Rewards. Und das Allerwichtigste ist vielleicht der Early Bird Special. Ich dachte mir so, Early Bird, ich mache jetzt nicht einfach nur den Preis billiger und dann sind danach alle sauer, die dann den normalen Preis zahlen müssen. Nee, wir geben was dran. Ich habe einen Paul ein extra Raumschiff zeichnen lassen, was man da sieht. Ich liebe das. Das ist die Firebird. Die gibt es quasi gratis dann im Buch dazu. Also als zusätzliches Raumschiff zur Auswahl für jeden, der in den ersten 2 Tagen das Ding bestellt. Das geht einfach nach Datum und alle, die kriegen das dazu und haben halt ein extra Raumschiff. Genau. Und da ist, glaube ich, ja gut, weil es traurig ist, man schon mal was verpasst, aber man muss zumindest nicht mehr zahlen, wenn man das Spiel danach kauft. Ja. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich denke, das ist auch die fairste Version, Ja. das zu machen. Genau, und jetzt haben wir es fast schon durch. Es kommen noch die Add-ons. Das ist eigentlich nur die Erklärung von den Komponenten, die wir eh schon durchgegangen sind, was noch dabei ist. Die Stretch Goals sind interessant. Dann kommt quasi als erstes, werde ich wahrscheinlich ein extra Raumschiff machen. Ist übrigens jetzt noch nicht ganz final. Also das sind zwar so meine Ideen, aber das kann sein, dass ich die noch ganz kurz vorher noch mal hin und her schiebe. Also die Anordnung kann ich noch nicht so genau sagen. Es ist zum Beispiel, hier steht noch ein altes Kommentar drin. Es ist eh alles ab Deluxe. Das steht hier, schreibe ich gar nicht mal dazu, weil das kommt eh sowieso nur ab da. Wir haben Bleistift und Radiergummi. Das ist das Einfachste, weil die kann man in größeren Mengen natürlich günstig bestellen. Dann haben wir genau, wir haben Belohnungen, die man freischalten kann. Wenn man das Spiel quasi durchspielt oder gewisse Sachen erreicht, dann kriegt man quasi Errungenschaften, die man behalten kann, dass man beim nächsten Start irgendeinen kleinen Vorteil hat. Das gibt es bei vielen so Roguelike-Games, dass du quasi dann ein bisschen was veränderst oder freischaltest, was dann das Spielerlebnis ein bisschen verändert. Zum Beispiel ein anderes Raumschiff zum Start und so weiter. Und das tease dann ganz schön. Da kann man, ist in die Seite, da kann man sich wirklich einfach nur ein Kreuz reinmachen, da weiß man, man hat es erreicht. Aber wenn das natürlich so coole Sticker sind, ist es natürlich umso lustiger. Darum gibt es da extra Sticker dann dafür. Und als nächstes kommen dann die wichtigsten Sachen natürlich: Waffen, mehr Waffen, doppelt so viele Waffen, doppelt so viele Items. Dann gibt es Poster dazu, weil wir haben ja schöne Artworks, die will man ja auch zeigen. Dann noch eine sechste Alien-Rasse. Das ist genau der Punkt, wo ich vorher gemeint habe, es kommen wahrscheinlich noch mehr Aliens dazu. Dann gibt es Indexmarker, das sind diese kleinen Marker, die man oben an das Buch hinmachen kann, damit man sieht, wo man am schnellsten aufblättern kann. Das hilft ein bisschen. Gibt es zwar, haben die meisten vielleicht eh zu Hause, da gibt es in jedem Schreibwarenladen, aber ist natürlich cool, wenn es da welche dazu gibt gleich. Genau, es gibt noch mehr, die ich schon geplant habe, wie den Soundtrack zu erweitern, wie ich vorher schon erwähnt habe. Das mache ich dann alles auch vor allem nach dem, was die Leute sagen. Wenn ich jetzt sehe, es geht los und alle sagen, sie wollen aber unbedingt eine spanische Version zum Beispiel haben, weil ganz viele Spanier dabei sind, dann hat es natürlich die Priorität und ich schaue, dass ich das als Stretchcode mit einbaue. Wenn dann alle sagen, sie wollen mehr Alien-Rassen haben, unbedingt, weil sie das so cool finden oder irgendeine ganz spezifische Alien-Rasse, die da unbedingt rein muss, dann nehme ich das mit rein. Also ich bin da durchaus noch flexibel. Ich zeige halt immer so die nächsten, keine Ahnung, 3, 4, 5, je nachdem, und schalte die dann frei und dann kommen die nächsten. Und das wird richtig schön grafisch. Also da bin ich gerade noch am Machen. Wir sind auch ein bisschen zeitversetzt. Also morgen habe ich eigentlich noch einen ganzen Tag, wo ich dann rumwerke und dann steht die Seite, dann wird noch ein bisschen korrigiert und dann kann ich endlich den Startknopf drücken. Bin schon sehr aufgeregt. Zum Beispiel hier die ganzen Medien, das ist auch noch frei. Da kommen die ganzen Berichte rein. Also Texte, die ganzen YouTube-Reviews, die How-to-Plays in allen Sprachen. Das werdet ihr alles da finden. Das heißt, wenn ihr irgendwas zum Spiel anschauen wollt, ein Review oder was auch immer, dann schaut sie euch da durch, da ist fast alles drin. Aber es ist nicht einmal alles, weil es gibt so viele. Wir haben, also vor allem im Französischen zum Beispiel, haben wir so viele gute Videos, die kann ich da gar nicht alle reinpacken. Da muss ich, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Videos ich da reinpacken müsste. Darum suche ich halt die schönsten von jeder Sprache aus und packe die dann da rein. Im Deutschen sind auch viele dabei. Auch von mir gibt es eine ganze How-to-Play-Serie in Deutsch. Also es gibt genug. Die man Daher ja auch jetzt auch der. schon angucken kann, ne? Also die hast du ja Genau. schon Die kann man jetzt angefangen. schon anschauen. Da. Wir haben ja auch schon was dazu gemacht und es gibt Let's Plays und alles Mögliche. Also da findet man was. Ja, das ist das Team, wer alles dabei ist. Da brauche ich, glaube ich, nichts groß zu sagen. Der Status, wir sind sehr weit von der Entwicklung schon, weil der Prototyp steht. Es haben schon weit über 100 Testspieler, haben das Spiel schon und sind da fleißig am Spielen. Entsprechend ist das Feedback da. Das wird jetzt alles auch noch eingearbeitet, was sinnvoll ist. Also das wächst jetzt alles noch. Das sind dann die Links zu unseren Treiben, kommen da rein, also zu YouTube, Twitter und so weiter. Interessant noch hier das Recruitment-Programm, unser Astronautenprogramm. Da kann man sich bewerben. Das ist kostenlos. Im Gegensatz zu dem sich malen lassen, wo man wirklich als Reward kauft, kann man mit ganz viel Schwein einer von diesen 4 Plätzen quasi ergattern und wird dann zum Astronauten. Ich habe wirklich eine Bewerbungsformular ausgefüllt, wie gesagt, nicht ausgefüllt, angelegt.
Das ist so wie bei der ESA oder bei der NASA, wo man wirklich halt angibt, man will sich da als Astronaut bewerben und so weiter und kriegt halt wirklich einen Fragebogen durchgestellt an Fragen und Sachen erklärt. Kommt man denn wieder zurück zur Erde? Was passiert aus der Familie und so weiter? Aber natürlich umgemünzt auf das Szenario, wir verlassen die Erde und alles geht hops. Ist sehr lustig, sich da mal rein zu versetzen und ich verlos dann unter den Gewinnern. Dann wirklich quasi ein Astronautenticket. Sprich, sie werden auch digitalisiert, das Bild wird gemalt und die kommen ins Buch rein. Genau, Shipping ist Standard. Deutschland ist vielleicht das Interessanteste hier. Ist überall 9 Euro, egal wie groß das Paket ist. Hier kann ich Gott sei Dank einfach einen normalen DHL-Paket oder was schicken. Kostet nicht, kommt gut, man muss es einpacken noch und polstern und Karton, also es kommt schon ein bisschen was dazu. Aber 9 Euro reichen gerade so aus, egal welcher Level jetzt. Das heißt, für uns ist es ganz einfach. Für die anderen steht der Preis mit dabei. Ich biete einen Backup-Service noch, also für alle, die es wirklich schaffen sollten, das Buch zu vernichten, weil sie es so lange spielen und nicht aufhören können. Was kann passieren? Ob es kaputt geht, keine Ahnung. Also ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich habe es noch von keinem gehört, von allen Testern. Aber selbst wenn, dann für den Zehner plus die Versandkosten kriegst du quasi ein neues Buch, wenn es eine kaputt ist, weil man hat es ja schon einmal gekauft. Ich will die Leute ja nicht ausnehmen. Das reicht völlig, wenn die das einmal hier supporten, dann kriegen sie einfach einen Ersatz. Genau, und dann, ja gut, Baker-Kit kommt dann danach, da kann man dann noch einzeln auch die Sachen auswählen. Also wenn man jetzt sagt, ich will nur die Standardversion, aber ich will die Foliensticker haben oder ich will das Artbook unbedingt haben, sonst will ich nichts oder so, dann kann man sich das beliebig zusammenstellen. Man kann auch die Deluxe-Variante nehmen und sagen, ich will aber die Crazy Maneuvers, weil ich diese Regeln so geil finde, dann kann man sich das noch dazu nehmen. Das kann man gleich bei der Auswahl auf Kickstarter auf der Seite dann machen, wenn es online ist. Man kann es aber auch danach machen, sobald dann der Baker-Kit nach dem Abschluss vom Projekt quasi kommt, also der Pledge Manager, dann fragt er ihn auch nach Adresse und so weiter und ob man noch irgendwelche Extras will. Das ist das Gleiche, macht keinen Unterschied, wenn man es will, wählt. Genau. Ja, Hat das aber war's den eigentlich. Vorteil, wenn man jetzt die Add-ons direkt bei Kickstarter wählt, dass es ja die Pledge-Summe mit hochbringt und da natürlich bei den Stretch-Goals mithilft, ne? Genau. Genau, würde ich empfehlen. Meine, es hat alles Vor- und Nachteile, aber in dem Fall würde ich sagen, ist es so durchaus vorteilhaft. Es hilft generell, das ganze Ding mit anzupushen, weil je mehr natürlich zusammenkommt, desto mehr Stretch-Goals erreichen wir und desto geilere Sachen können wir am Ende freischalten. Heute hat mir einer gesagt, hey, wieso machst du eigentlich die ganze Seite? Ich mach doch einfach nur einen Kauf-Button, weil wir warten eh schon alle drauf. Wir wollen ja eigentlich nur kaufen, das liest doch eh keiner. Also, ja, aber es kommen, ich gehe mal davon aus, es kommen auch Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und da ist es natürlich doch ein bisschen gut, wenn noch was dabei steht. Und Mit Sicherheit. Also kommen immer neue Leute, wenn man sieht, wie viele Leute bei Kickstarter backen. Ich glaube, nicht, dass alle immer nur alle YouTube-Channels checken und in allen Foren rumhängen. Also das ist immer ja. zu erwarten, dass da auch neue dazukommen. Ja, auf jeden Fall. Man kriegt auch immer einen Bericht dann als quasi Projektgründer, was man alles quasi erreicht hat. Da steht dann auch dabei, wie viele wirklich neu dazugekommen sind, die quasi dein Projekt als allererstes auf Kickstarter für sich selber entdeckt haben und gelauncht haben, bevor sie irgendwas anderes auf Kickstarter gemacht haben. Und da kommt immer neue dazu. Ich habe jetzt auch erst die Meldung gekriegt, dass ich schon, was waren es, ich glaube, weit über 100.000 Euro und über 1.000 Leute, die quasi jetzt schon meine ganzen Projekte unterstützt haben. Und das sind nur die, die jetzt direkt, also es ist die ganzen After Sales ist da gar nicht mitgerechnet. Also ich habe schon sehr viel gemacht, sehr viel ausgeliefert, ist jetzt alles auch draußen. Und das ist jetzt eben so meine große Leidenschaft, jetzt das Projekt hochzuziehen. Und hier rechts, ich kann nicht viel machen oder viel bewegen hier, weil das, glaube ich, hier inaktiv ist in der Vorschau. Sieht man halt die Rewards nochmal, also nur als Text. Mit allen Preisen und so weiter. Und dann sieht man hier auch als Punkten, was immer dabei ist. Zum Beispiel hier in der Standard-Edition steht dann hier dabei, das Corebook ist dabei und das Print and Play Download, das ist eh immer dabei. In der Deluxe-Edition, die kostet dann 69 Euro. Also das sind gerade mal 30 Euro mehr. Allerdings hat man dafür komplett das Artbook, man hat die Foliensticker, man hat das Notepad und man hat den ganzen Soundtrack dabei. Also diese ganzen Sachen kann man natürlich auch einzeln kaufen. Ich mache es ja auch wirklich zu vernünftigen Preisen. Ich bin nicht so, dass ich, keine Ahnung, zwei Kartenhalter auf Plastik für 20 Euro verkaufe oder sowas. Also gibt es alles Mögliche an Kickstarter. Also die Preise sind angemessen. Trotzdem ist es so natürlich im Set, im Bündel ist es erheblich günstiger. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, was es wäre, wenn ich die Dinger einzeln dazu kaufe, aber es ist erheblich mehr als jetzt der Level, was das kostet. Und das All-In ist es bei 149 Euro. Aber das sind dann, was sind es, vier Bücher sind es? Ihr Bücher plus Würfel, plus die Tokens dazu noch, dann die Foil Pens und der Soundtrack noch dabei. Also hat man wirklich das All-in-Paket. Und alles, was dann danach kommt, das ist dann nur noch die Story und so weiter. Das ist natürlich nicht billig, ist auch limitiert, das wird es auch nicht so lange geben. Das sieht man jetzt hier. Die genauen Anzahlen definiere ich noch. Story wahrscheinlich 50 Stück und die Bilder mache ich wahrscheinlich nur 20, 30 Stück.
Das entscheide ich auch noch bis zum letzten Moment, wie viel ich Herrn Paul wirklich zumuten kann, weil zum Beispiel hier jetzt, das kostet jetzt, kann man ja auch hier sehen, 149 auf 199, also es sind 50 Euro mehr, aber da sitze ich ja stundenlang dran. Ich muss ja mit jedem mehrfach geht die E-Mail hin und her, was will der für ein Event haben, dann muss ich das reinbasteln, dann gefällt irgendwas nicht, dann vor allem, dann muss man es dann danach, muss man es dann testen und so weiter. Dann geht es natürlich noch in drei Sprachen. Also wenn man da sich denkt, was da für ein Aufwand dabei ist. Ich würde es gerne günstiger machen. Ich würde gerne sagen, ja, ich mache da jetzt keine Ahnung, 20 Euro mehr und jeder kann da eine Story dazu schreiben, aber dann platzt einmal das Buch. Und zweitens, wer soll es denn lektorieren und sich darum kümmern? Darum ist es halt für die, die es halt unbedingt haben wollen und für einen angemessenen Preis, sage ich mal. Ich stehe da auch drauf. Also ich habe einmal für ein Raumschiffspiel, habe ich mal eine ganze, so eine, also es war ein Videospiel, auch ein ganzes Nebenquest quasi geschrieben und dann haben die das aber dummerweise so verzögert. Ich habe das hier auf Kickstarter, habe ich es gebackt und habe, glaube ich, nach 4 Jahren oder was, habe ich aufgegeben, habe gesagt, Jungs, ihr werdet doch nie mehr fertig. Und die haben gesagt, ja, wir melden uns. Und nach 4 Jahren oder was, habe ich gesagt, okay, Jungs, nee, doch nicht. Und die haben mir echt das Geld zurückerstattet. Also ich muss sagen, Hut ab, Respekt, alles gut. Aber naja, man sollte auch verhalten, was man verspricht. Zumindest oder zumindest schnell oder in angemessener Zeit. Und Zeit ist auch ein gutes Stichwort, dass ich will nächstes Frühjahr. Also bis März ist so mein Plan, will ich durch sein. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich versuche, Weihnachten anzuversieren. Das wäre so ohne irgendwelche riesen Puffer eingeplant. Aber du weißt natürlich nie, was passiert. Dann lass was mit Corona sein, dann lass in China irgendwas sein. Muss ja alles laufen, je nachdem, wo ich es auch drucken lasse. Ob ich es hier in der, ich habe hier eine Firma, die hat mit den Prototypen gemacht, also alles hier aus Deutschland, aus der Umgebung. Hängt natürlich davon ab, wie es läuft. Ist es was anderes, wenn ich jetzt 200 Stück mache, wie wenn ich 2000 produzieren lasse? So. Das kommt alles noch auf. Das habe ich jetzt mal alles eingerechnet, auch genügend Zeit quasi, um die Sprachversionen zu übersetzen und zu korrigieren mehrfach. Dass es halt perfekt ist. Drum komme ich so auf März, dann habe ich genug Sicherheit und dann haben die ein richtiges Produkt. Und wenn es schneller fertig wird, haben wir auch kein Problem. Ich bin auch der Einzige, glaube ich, der es bisher immer geschafft hat, sogar früher abzuschicken. Also die Post braucht zwar manchmal auch ein bisschen, aber rein den Abschicktermin habe ich bisher immer gehalten. Manchmal war ich sogar schon einen Monat vorher dran. Und jetzt Kickstarter gehört es eigentlich zu warten manchmal. Aber ich versuche da ziemlich ehrgeizig an den Du Zeitplan bist ranzugehen und zuversichtlich, dass das alles pünktlich das läuft, ne? hinzukriegen, ja, hoffe ich natürlich. Genau. Mal, Du, ich ich sag niemals nie, es kann ja sein, dass jetzt keine, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt auf 100.000 Budget eskaliert, auf 50 oder auf 300 und was sie alles dazu kaufen. Das kann sein, dass das jetzt noch zwei Sprachen noch dazu kommen und dann doch noch ein paar Monate oder ein halbes Jahr länger dauern. Man weiß es nicht, ich tue mein Bestes, es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel werden, so viel steht fest, so viel sieht man ja auch schon im Prototyp, deshalb habe ich ihn ja gemacht, aber es wird auf jeden Fall das werden, was wir davon erwarten. Das ist so mein Anspruch. Sehr Ja. schön. Ich habe ne zwei Fragen aus den Ausführungen, die sich mir ergeben haben. Ja, das eine ist, wirst du auf der Webseite oder über einen Update dann auch sowas von Bilder vom World Compendium und von den anderen Büchern da zeigen? Also wie das aussieht, wie das aufgebaut ist? Ich glaube, das wäre ganz interessant. So, es wird beschrieben, was drinsteht, was der Umfang ist. Und es wird hier auch, man sieht es leider ein bisschen nur das Artworkbook hier. Wo haben wir es denn gleich? Da war es. Also man sieht es quasi, wie es ausschaut nahezu. Allerdings, wie jetzt genau die Seitenaufteilung ist, welche, weil das mache ich ja erst, wenn Das machst alle du erst, okay. Artworks fertig sind, weil ich kriege ja die ganzen Aliens noch. Ich habe zwar Skizzen von allem, aber es kommt noch eine komplette Rasse dazu. Ich kann jetzt auch noch nicht zum Beispiel sagen, ob das jetzt genau, keine Ahnung, ob es jetzt 80 oder 120 oder 150 Seiten haben wird. Das mache ich so, wie es halt am besten ist, wie viel, was die Artworks hergeben. Ich mache sie halt auch in schön groß. Das ist mir wichtig, weil ich habe auch in dem Prototypen, hast du ja auch schon gesehen, sind auf ein paar Seiten habe ich jetzt noch Platzhalter waren, wo später Text dazu kommt, habe ich wirklich schön groß die Artworks hingemacht. Sieht hammergeil aus. Und darum habe ich gesagt, wir müssen definitiv ein Artbook dazu machen. Und es wird quasi umschrieben, was in den Büchern jeweils drin ist, dass man sich wirklich ein Bild davon machen kann, aber dass man es jetzt komplett anschauen kann oder sowas, das macht es noch keinen Sinn, weil dann ändere ich nur was und dann, keine Ahnung, der eine sagt dann, ja, er hat aber genau erwartet, dass genau das auf der und der Seite ist und ich ändere natürlich noch, also das gibt es dann später. Im Verlauf von der ganzen Entwicklung werde ich natürlich dann ständig Updates machen und zeigen, was es so Neues gibt. Also das wird dann ziemlich interessant. Ja. Okay, und die zweite Frage, du hast gesagt, ne, man kann hinschreiben, dass man sagt zum Beispiel, wir wollen mehr Rassen haben oder wie auch immer. Machst du das mit richtigen Umfragen oder sollen die Leute einfach wild in die Kommentare rein Also tippen? es gibt verschiedene Sachen. Also generell Feedback in die Kommentare, das ist immer super. Also Fragen, was auch immer. Ich habe zum Beispiel beim letzten Type 7,
Da haben wir auch alles Mögliche noch dazu gemacht, weil die Leute gesagt haben, sie wollen das haben, wo ich noch gar nicht dran gedacht habe. Teilweise, weil es einfach eine Idee war, die, also wie soll ich, man kommt ja auch nicht immer auf alles, dass zum Beispiel einer noch für Tokens, die man jetzt nicht so oft verwendet, zum Beispiel, weil jetzt bei dem Type 7 nochmal eine eigene Box haben wollte, obwohl ich hier für die Torpedos und sowas schon eine Box hatte. Also habe ich da, gehe ich da natürlich gern drauf ein. Kann ich ja auch, weil ich quasi eine kleine Firma bin mit meinen Mitarbeitern quasi, die mit den Grafikern und so weiter, die mitmachen, weil ich jetzt nicht einen langen Dienstweg oder was gehen muss. Darum kann ich relativ flexibel viel machen. Wenn ich aktiv noch jetzt was planen will, zum Beispiel wie die Würfel genau ausschauen, sondern wenn ich irgendeine Frage habe, dann poste ich das auch in irgendeinem Update und sage, Jungs, ich habe hier noch hier eine Umfrage oder antwortet mir mal zu dem und dem Thema, wie stellt ihr euch das vor? Dann frage ich auch explizit danach. Aber ich bin auch gern offen für komplett Ideen, die von euch kommen. Ja. Okay, also lohnt es sich von Anfang an, die Updates zu verfolgen, um dann mitzubekommen, wann werden Umfragen zu welchen Sachen gestartet oder Natürlich mitzumachen. Ne? gibt es auf jeden Fall interessante Sachen, interessante Fragen. Und eine Sache noch, ich habe vor, dass ich die Seite ins Deutsche noch übersetze. Also auf Kickstarter kann man es leider nicht machen, dass ich hier auf Deutsch klicken kann, aber ich werde einen Link einbauen oder eine deutsche Flagge, irgendwie sowas, wo halt dann dran steht, deutsche Webseite. Das ist dann eine Internetseite, die sieht eigentlich aus wie die Story-Seite quasi von Kickstarter, nur eben auf Deutsch, sonst die gleichen Grafiken und so weiter. Man kann natürlich nicht aktiv dann da bieten, man muss dann natürlich auf die englische Seite auf Kickstarter gehen und das auswählen, aber man hat die ganze Übersetzung. Kann aber sein, dass es ein paar Tage dauern wird, bis ich, also vielleicht nicht zum Start direkt, wahrscheinlich kurz danach. Also ich habe es auf dem Programm. Ist die Frage, wie schnell ich bin und vor allem, wie schnell es dann noch korrigiert wird, weil das soll ja auch richtig sein. Aber das ist auf jeden Fall angedacht für euch alle. Ja. Ah, sehr cool. Ich denke, das wird für den einen oder anderen dann auch nochmal eine Erleichterung sein. Aber ist klar, geplätscht kann nur auf Kickstarter. Ja, alles klar. Genau. Danke, Markus. Ich denke, haben wir nochmal einen guten Einblick bekommen, wie die Kampagne aussieht, auch wenn grafisch sich das ein oder andere nochmal ein bisschen verändert. Aber du hast ja gesagt, das ist jetzt so die Richtung, wie es geht. Wir wissen, wie die Preise sind. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg für deine Kampagne Danke dir. und hoffe, dass noch mehr als die 1300 Abonnenten, was schon cool ist, dass so viele vorher das Projekt verfolgen, noch dazukommen. Und bin sehr gespannt, was da am Ende dann kommt mit ja, 200 oder sogar mit den ausgeklappten Seiten, wenn man das so will, 250 Ja. Seiten. Der Prototyp ist schon sehr umfangreich und gibt echt einen coolen Eindruck, wie das Spiel werden soll. Und ja, bin gespannt, was das dann als ganzes Buch wird. Ja, also alles klar. Bin ich Viel Erfolg für deine selber. Kampagne. Danke. Ja, ich Danke denke, wir werden dir. uns danach nochmal unterhalten, wenn die Kampagne vorbei ist. Ne, können wir vielleicht auch nochmal Ja, ein Video machen, wenn du mal auf Luft jeden geholt Fall. hast. Genau, dann machen wir eine Nachbesprechung, wie es mich vom Stuhl gehauen hat oder irgendwie so ähnlich, wenn ich dann noch verfügbar bin oder so. Genau. Ja, Wenn der das. Hype dich nicht weggetragen hat. Genau, Ja. ja. Also Nee, es aber, kann. ja. Also wahrscheinlich werde ich nicht mehr so schön da sitzen. Entweder mich haut es runter, weil es zu gut oder weil es zu schlecht läuft, dass es so genau eine Punktlandung wird, das ist immer so die Frage. Ich habe natürlich was geplant, aber man weiß es nicht. Das kann hypen, man kann auch Pech haben, glaube ich jetzt da nicht. Also so nach Erfahrung und so wäre jetzt echt ein Wunder, wenn das jetzt nicht wirklich gut läuft, weil es sind alle. Ich habe jetzt noch keinen einzigen, der gesagt hat, die Grafik der Stile da was gefällt ihm nicht oder so. Es sind alle voll begeistert. Ich habe noch keinen einzigen, der gesagt hat, Genre passt ihm nicht oder irgendwie. Schauen wir mal. Ich Wird. denke auch, das wird eine gute Sache. Also, viel Erfolg. Ja? Jo. Ciao, ciao, danke Ciao. dir. Okay, kommen wir also zu den anderen Spielen, die diese Woche starten. Und da habe ich drei auf dem Schirm. Und eines ist The Witcher Old World. Ich denke, die meisten von euch werden schon davon gehört haben oder gelesen haben. Viel Werbung, die da draußen ist. The Witcher, eine sehr erfolgreiche Franchise. Ich selber habe die Computerspiele gespielt, finde die grandios. Ich habe die Serie gesehen, finde ich auch ganz toll. Die Bücher habe ich nicht gelesen. Ich denke, viele andere draußen werden das getan haben. Das heißt, die werden inhaltlich dort mehr Ahnung von haben, auch zum Artwork etc. Ich finde das Artwork, hier unten sieht man das so ein bisschen an den Bildern, auf jeden Fall sehr ansprechend. Eigentlich ist das Spiel angekündigt worden als kompetitives Spiel und ich fand das auch vollkommen in Ordnung, denn ganz ehrlich, auch wenn ich kooperative Spiele liebe und ja, hauptsächlich spiele, sind dort draußen wirklich in den letzten Jahren extrem viele kooperative Spiele rausgekommen. Und ich fand es gut und auch nur fair, dass da einfach mal auch ein kompetitives Spiel kommt mit einer großen Franchise, wo man dann die Hoffnung hat, dass es auch ja, am Ende etwas taugt. Jetzt gab es aber scheinbar viel Kritik oder Anregung. Also ich habe es eher als Kritik wahrgenommen, auch teilweise ein bisschen übernegativ. Man wolle doch kooperativ das haben. Und jetzt hat man angekündigt, dass es zu diesem 2-5-Spieler-Modus allgemein einen Solo-Modus auch gibt und eine kooperative Erweiterung, die es dazu geben soll.
Das ist alles noch so ein bisschen vage. Also dafür, dass es eigentlich so ein großes Spiel ist, muss ich sagen, sind die Informationen bisher relativ überschaubar. Was sehr schön ist, Asmodee Deutschland hat schon angekündigt, dass sie hier als Partner agieren werden und das Spiel damit auch auf Deutsch kommen wird. Also wenn das für euch ein Faktor war, könnt ihr sehen, dass das hier schon mal ja, gegeben ist in Deutsch. Ja, und jetzt kommt halt diese kooperative Erweiterung mit dazu. Da das Video heute halt schon so super voll ist, habe ich mich dann auch entschieden zu sagen, okay, ich sag euch Bescheid, dass halt The Witcher Old World startet. Vielleicht gibt es einen Early Bird, also schaut am Dienstag vorbei, falls ihr da wirklich interessiert seid. Bei diesen großen Kampagnen ist das nicht ganz unüblich, dass da ein 24 Stunden oder ein 48 Stunden Early Bird dabei ist. Ihr könnt ja immer reingehen und notfalls später rausgehen, euch eine Erinnerung setzen, dass das nicht verpasst und euch erstmal die ganze Kampagne anschauen. Bei dem Spiel habe ich wenig Befürchtung, dass das nicht finanziert wird. Das wird sicherlich eine gute Sache vom Finanziellen her werden. Ob das Spiel dann gut ist, das wird man in der Kampagne sehen oder zumindest die Andeutung dazu. Ja, das heißt, ich werde nächste Woche mir das dann anschauen, wenn die Kampagne richtig gestartet ist. Das gleiche gilt übrigens für Maximum Apocalypse, was ja als Kickstarter letzten Dienstag gestartet ist und in der Spieleschmiede letzte Woche Donnerstag. Das schaue ich mir auch nochmal ganz genau an, aber das auch in der nächsten Woche, weil ich sage, diese Woche ist das Video schon gut voll und da fehlte dann einfach ein bisschen die Zeit. Gut, zwei kleine Projekte starten die Woche, die ich erstmal grundsätzlich ganz interessant finde, aber ich auch ein bisschen zur Vorsicht rate. Das eine Spiel ist Quest Heroes of Sorcado. Sie selber sagen, also 1 bis 6 Spieler, ein leicht gewichtiges Fantasy-Spiel, was ich eigentlich erstmal ganz spannend finde. Es muss ja nicht immer in stundenlange Sessions ausarten. 8 Szenarien sollen es sein und hier soll man auch eine Heldenentwicklung haben über die Szenarien hinweg, also ein gewisser Legacy-Effekt. So hört sich das für mich an. Wo man ja eigentlich sagt, bei Legacy, dass man irgendwie was kaputt macht, aber für mich ist Legacy immer, dass halt, ne, das Spiel sich weiterentwickelt und verändert. Und wenn man das über die Szenarien wegnimmt, könnte man jetzt auch sagen, eigentlich ist es ja ein Kampagnenspiel. Jedenfalls neue Waffen, neue Sprüche. So, das klingt erstmal grundsätzlich ganz spannend. Wenn man jetzt aber sieht, ich habe jetzt hier mal draufgeklickt, Solar Flare Games, ja, das ihr bestes Spiel ist The Lord of Rocks, was, glaube ich, bei 6,5 war. Ich habe es von mal nachgeschaut. Ja, das sind alles jetzt keine herausragenden Sachen. Teilweise hier im 5er-Bereich die Spiele. Ja, ich will Boardgame-Geek-Bewertungen nicht überstrapazieren. Ja, gucken wir uns hier zu The Witcher. The Witcher hat 8,7, ist überhaupt noch nicht erschienen. Ja, sagt auch viel darüber aus, was man von diesen Bewertungen halten kann. Aber sie geben oft auch eine Orientierung. Ich habe Spiele in meiner Sammlung, die haben eine 6er-Bewertung oder 6 irgendwas, die mir persönlich super viel Spaß machen, anderen scheinbar nicht. Okay, deshalb eine Chance könnte man der ganzen Sache schon geben. Aber bisher ist jetzt noch nicht so viel Erfolgreiches in der Firma von dieser Firma insgesamt rumgekommen. So, ich sage, ich gucke es mir an, weil ich es grundsätzlich, auch wenn man hier aufs Bild guckt, vom Material her überschaubar finde. Und wenn man da so ein kurzweiliges Spiel hat, finde ich das eigentlich immer ganz spannend. Ne? Ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von Dungeon Brawler. Das Spiel macht richtig Spaß, hat nur das Problem, dass es am Ende zu lange dauert. Da hat so ein bisschen Feintuning gefehlt. Und vielleicht ist das ja auch so eine kleine Perle, die hier auf uns zukommt. Ich werde es auf jeden Fall ja im Auge behalten. Hier ist noch die Kickstarter-Preview-Seite, ob ihr seht, wirklich viel ist hier noch nicht los. So, ein anderes Spiel, wo es noch weniger Informationen gewissermaßen gibt, zumindest gar keine Fotos, ist Dice of Dragons. Auch ein Verlag, der bisher, wenn man sich die anderen Spiele anguckt, Dice of Crowns 6,4 und Dice of Pirates 6,3 auch nicht dadurch überzeugt hat, die richtigen großen, überzeugenden Spiele gemacht zu haben. Nichtsdestotrotz stelle ich euch kurz das Spiel vor. 1 bis 6 Spieler, einfaches Story, wir sind Helden und der Drache hat Gold gestohlen vom Königreich und wir sollen das jetzt zurückholen. Man würfelt hier und entsprechend der Würfelergebnisse, die man gewürfelt hat, hat man halt verschiedene Aktionen, die man ausführen kann. Ja, hat man zum Beispiel 3 Schwerter, kann man den Drachen angreifen, hat man mehr Schwerter, kann man den Angriff noch weiter buffen, hat man andere Symbole, Energie kann man sammeln, um dann Spezialeffekte rauszutriggern. Es klingt alles ganz spannend. Es ist so, wenn dann 3 Flammen gewürfelt wurden, dass es dann so ist, dass der Drache dann angreift. Das heißt, wir haben ein gewisses Push-or-Luck, dass wir uns fragen, wie lange wollen wir werfen, würfeln. Ja, also typisches Element. Und da muss man halt am Ende sehen, was das Spiel in Summe taugt. Ja, es soll dann
in Kooperation mit Dice of Crowns und Dice of Pirates, was ich euch eben gezeigt habe, irgendwie interagieren. Die beiden Spiele sind auch nicht kooperativ, also da habe ich jetzt irgendwie noch keine Vorstellung, wie das funktionieren soll. Ja, aber ich werde mir die Kampagne auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, das sind beides, also Quest Heroes of Sorcado und Dice of Dragons sind kleine Spiele und manchmal sind da richtige Perlen zu finden. Ja, und das werde ich mir mal anschauen. Vielleicht habt ihr auch einen Blick drauf und könnt ja gerne schreiben, ob ihr da irgendeines dieser Spiele in Summe unterstützen werdet. Okay, das für diese Woche. Ich denke, da haben wir einen guten Überblick. Space Craig, wie gesagt, das ist natürlich der Hauptfokus dieses Videos gewesen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich bin aber auch gespannt, was der Witcher am Ende zu bieten hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.